Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man mit Variablen arbeitet. In dieser Serie geht es grundsätzlich um Variablen und welche Funktionen sie auch in Unreal Engine haben. Lasst uns beginnen. In diesem Tutorial arbeite ich mit dem Unreal Engine 5, genau im Third Person. Also dazu müsst ihr auf Games gehen, auf Third Person Template. Und dann könnt ihr einen Projektnamen eingeben, Variablen zum Beispiel. Dann könnt ihr eure Dateiverzeichnis hier hinterlegen bzw. einstellen, je nachdem, wo ihr eure Projekte abspeichern wollt, und dann auf Create. So, jetzt sind wir im Third Person Template. Hier ist der Viewport. Wir machen folgendes: Wir erstellen eine Variable im Level Blueprint und hinterlegen ein Zeichen und lassen es quasi im Viewport bei Begin Play anzeigen. Dazu arbeiten wir diesmal mit dem Level Blueprint. Hier oben in der Leiste könnt ihr auf dieses Zeichen gehen. Das ist alle mögliche Art von Blueprints. Und es gibt verschiedene Blueprints, Actor Blueprint, Character Blueprint, und wir machen weiter im Level Blueprint. So, hier draufklicken und hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten einzustellen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Hier geht ihr auf einmal als erstes mal auf Variablen. Es gibt verschiedene Arten von Variablen. In unserem Fall jetzt werden wir eine String-Variable abspeichern. Ja. String. Hier könnt ihr eure Typen an Variablen einstellen, String, und dann müsst ihr auf Kompilieren gehen, Speichern, und hier könnt ihr euren Text eingeben. Zum Beispiel geben wir ein Hallo, Hello World. Ja, da könnt ihr alles eingeben, was ihr wollt. So, wie geben wir das natürlich aus? Wie geben wir das aus im Viewport? Dazu haben wir einen Node, der nennt sich PrintString. Ich zeige das euch nochmal. Hier einfach rechts klicken und hier habt ihr eine Fülle an Funktionen oder Nodes, die Epic Games und euch bereitstellt. Einer davon ist PrintString, der auch zum Debuggen sehr gut ist, also um Werte zwischenzulesen, um vieles auch zu analysieren. Hier gibt ihr PrintString ein, PrintString, und da habt ihr es schon, Development. Okay, gut. Mit links klicken. So, kompilieren. Jetzt habt ihr hier den Inhalt String. Ja, der ist vom Typ String. Das ist der Text, der im Viewport ausgegeben wird. Was macht ihr? Ihr zieht diese Variable mit der linken gedrückten Maustaste rein in dieses Feld. Und dann bekommt ihr zwei unterschiedliche Optionen: Get Text und Set Text. Wir wollen die Datei auslesen. Das heißt, da klickt ihr auf einmal als erstmal auf Get Text und verbindet diesen Textvariable mit dem InString ein. Genau. So, kompilieren, und jetzt starten wir das Ganze mal hier. Oh, ja, okay, das ist Simulating, das wird irgendwo anders aufgenommen. Dann gehen wir erst einmal auf dieses rote Ding, auf diesen roten Knopf, und gehen hier auf New Editor Window. Ja. So, dann haben wir schon unser Spiel gestartet. So, Viewport. So, wie ihr sehen könnt, scheint nirgendwo die Variable oder der variablen Wert Hello World. Warum nicht? Weil ein Event fehlt. Also der Event quasi startet die Folge von Sequenzen, die hier danach als Folge aufgeführt sind. Dazu geben wir folgendes: Rechtsklick und dann schreiben wir hin Event Begin Play. Genau, Event Begin Play, und verbinden das Event Begin Play mit dem PrintString. Und jetzt können wir nochmal auf Compile gehen, weil das Ganze nochmal in Maschinensprache umgesetzt wird, und gehen wieder auf dieses Start Level. Klicken wir drauf und schon sehen wir da oben links Hello World. Wir können auch hier die Länge des Textes erhöhen, wie lange es erscheinen soll. Hier 5 Sekunden. Hello World. Genau. So, das war's von heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.